Willkommen zu unserer Coffee Lecture zu der Frage, soll ich meine Daten veröffentlichen? Mein Name ist Frau Zidorn und ich spoilere gleich mal die Antwort. Ja, selbstverständlich sollten Sie Ihre Forschungsdaten möglichst veröffentlichen. Die Details zum Wie und Warum erfahren Sie in den nächsten etwa 10 Minuten. Greifen Sie sich noch schnell ein Heißgetränk Ihrer Wahl, denn jetzt geht es los. Forschung basiert auf Forschung anderer. Wenn die Forschung immer datenlastiger wird, müssen neben den Ergebnissen in Artikeln auch die Daten veröffentlicht werden, um neue Forschung zu ermöglichen, Doppelförderung zu vermeiden und auch um Ergebnisse verifizieren zu können. So kann das Vertrauen der Bevölkerung in die Wissenschaft gestärkt werden. Und wie der Worst Case des Datenteilens aussieht, ist in einem wunderbaren Video der NYU Health Science Library zusammengefasst, das wir hier verlinkt haben. Doch worauf müssen Sie achten, wenn Sie Daten publizieren wollen? Beschreiben Sie Ihre Daten gründlich mit strukturierten, am besten auch maschinenlesbaren Metadaten. Zum Thema Metadaten und Datendokumentation gibt es bereits eine Coffee Lecture auf dem YouTube-Kanal der TEB. Schauen Sie dort doch auch einmal rein. Benutzen Sie möglichst offene, nicht proprietäre Dateiformate, also CSV statt Excel und LaTeX statt Doc. Beachten Sie die FAIR-Prinzipien. Veröffentlichen Sie Ihre Daten in einem Repositorium, in dem Sie einen persistenten Identifier bekommen, zum Beispiel einen DOI. Und nutzen Sie Lizenzen. Was genau hinter diesen Schlagworten Identifier, FAIR und Lizenzen steckt, erkläre ich Ihnen jetzt. Ich entschuldige mich jetzt schon, das wird leider sehr theoretisch, aber Sie sind schließlich hier, um etwas zu lernen. Also enttäuschen Sie mich nicht und geben Sie nicht mittendrin auf. Danke. Sehen wir uns als erstes die FAIR-Prinzipien an. FAIR ist ein Akronym und steht für findable, also auffindbar, accessible, zugänglich, interoperabel und reusable, also nachnutzbar. Wie erfüllen Daten nun diese Kriterien? Damit Daten auffindbar werden, brauchen Sie einen eindeutigen und dauerhaften Identifier. Sie müssen mit reichhaltigen Metadaten beschrieben sein und in einem durchsuchbaren Verzeichnis indexiert sein. Dies kann zum Beispiel ein professionelles Datenrepositorium sein. Zugänglich werden Daten, indem sie über ein standardisiertes, offenes, freies und universelles Kommunikationsprotokoll zugreifbar sind. Dies ist zum Beispiel bei HTTP oder FTP der Fall. Es muss außerdem klar sein, wie die Daten zugegriffen werden können. Das bedeutet nicht, dass Daten immer frei zugänglich sein müssen, aber es muss immer klar sein, wer wie darauf zugreifen kann. Wenn die Daten nicht frei zugänglich sind, so müssen es aber doch die Metadaten sein, damit überhaupt bekannt ist, dass es diese Daten gibt und was sie beinhalten. Interoperabel werden Daten, wenn sie in einer standardisierten und breit anwendbaren Sprache erstellt sind. Das heißt, Menschen und Maschinen müssen in der Lage sein, die Daten ohne weitere Erklärungen und Protokolle verstehen zu können. Dabei können standardisierte Vokabulare, Ontologien und Datenmodelle helfen. Das Vokabular, das verwendet wird, um die Daten zu beschreiben, sollte auch ein Community-Standard sein, sowie selber den FAIR-Prinzipien folgen. Zudem sollten immer Referenzen und Links zu verwandten Datensätzen angegeben werden. Diese Referenzen sollten möglichst spezifisch sein, also Datensatz A ist ein Vorgänger von Datensatz B, anstatt nur Datensatz A gehört zu Datensatz B. Eine gute Nachnutzbarkeit basiert auf einer guten Dokumentation. Nur eine präzise Beschreibung ermöglicht es, einen Datensatz auch zu verstehen. Auch wenn ich realistischerweise sagen muss, dass niemals alle Fragen in einer schriftlichen Beschreibung geklärt werden können und Nachfragen oft unausweichlich sind. Daher ist es auch so wichtig, die Herkunft der Daten detailliert angeben zu können. Das heißt, nicht nur die Autoren anzugeben, sondern auch die Bearbeitungsschritte ordentlich zu dokumentieren. Für alle Schritte müssen Community-Standards angewendet werden und selbstverständlich muss immer eine eindeutige Lizenz bei der Publikation angegeben werden. Was das genau bedeutet, dazu kommen wir jetzt. Es gibt ein schönes Zitat von Open Data Commons, das besagt, dass Lizenzen und Definitionen wichtig sind, denn wenn man sie falsch benutzt, kommen sie einem immer wieder in die Quere. Doch wenn sie korrekt sind, dann weiß jeder sofort, woran er ist. Niemand braucht sich mehr Gedanken darüber zu machen und kann seine Energie voll auf andere Dinge richten. Es ist zwar so, dass Daten oft nicht die Schöpfungshöhe erreichen, um unter das Urheberrecht zu fallen. Regelmäßig wird der Schutz des Urheberrechts für wissenschaftliche und technische Inhalte abgelehnt und nur die Form und Art der Sammlung oder eine besondere Darstellung kommen für den Schutz in Frage. Doch ist dies nicht immer einfach zu durchschauen. Wenn Daten unter einer möglichst freien Lizenz stehen, so ist den Nachnutzern wenigstens sofort klar, was sie damit tun dürfen.
Am bekanntesten sind sicher die Creative Commons Lizenzen, die für jede Art von Objekt genutzt werden können. Sie finden sich häufig an Artikeln oder auch Bildern. Für Daten empfehlen wir am liebsten die CC0 Lizenz, denn hier wird soweit möglich auf die eigenen Urheberrechte verzichtet und jedwede Weiterverwendung der Daten erlaubt, insbesondere auch die Weiterverarbeitung und Vermischung mit anderen Daten. Doch es gibt noch bessere, wenn auch weniger bekannte Alternativen zu den Creative Commons Lizenzen. Die Open Data Commons Initiative hat sich von Creative Commons abgespalten, weil sie die Besonderheiten von Datensätzen und insbesondere Datenbanken dort nicht ausreichend repräsentiert fand. Die Lizenzen scheinen oberflächlich das Gleiche auszusagen. Es gibt die Public Domain Lizenz, die wie CC0 ist, die Attribution Lizenz, die CC BY entspricht, und die Open Database License, die das Gegenstück zur CC BY Share Alike Lizenz ist. Diese besagt, dass das Werk genutzt werden darf, wenn die ursprünglichen Verfasser genannt werden, sowie das Resultat dann unter derselben Lizenz veröffentlicht wird. Der Unterschied zur Creative Commons liegt hier im Detail, weil es darum geht, Datenbanken auch teilen zu können und diese Teile dann individuell zu verarbeiten und wiederum zu lizenzieren. Um Lizenzen wirklich richtig verstehen zu können, sollten Sie also auch einmal einen Blick in die eigentlichen Lizenztexte werfen, anstatt sich nur die Zusammenfassung durchzulesen. Und weil Forschungsdaten sehr oft auch eng mit Software zu tun haben, finden Sie unter chooselicense.com auch Informationen zur Lizenzierung von Software. Ich hoffe, nach den langen Ausführungen zu den FAIR-Prinzipien und dem kurzen Exkurs ins Juristische sind Sie immer noch bei mir. Jetzt fehlen noch die Infos zu Identifiern. Das geht auch ganz schnell, versprochen. Ein Persistent Identifier sorgt dafür, dass ein Objekt immer auffindbar ist, selbst wenn sich seine Adresse oder sein Name ändert. Sie können innerhalb Ihres Projektes selber Identifier für unterschiedliche Parameter vergeben. Diese müssen dann an zentraler Stelle erläutert und gepflegt werden, was ein ziemlicher Aufwand ist. Damit ein Identifier aber wirklich persistent, also dauerhaft ist, sollte er von international anerkannten Stellen gepflegt werden. Vermutlich sagt Ihnen der DOI schon etwas, der Digital Object Identifier, der häufig für Artikel verwendet wird, aber eigentlich für jede Art von Objekten verwendet werden kann. Ganz prominent von DataCite auch für Datensätze. Der DOI ist also schon mal ein super Allrounder. Für forschende Personen ist der ORCID ein guter Standard, für Forschungseinrichtungen der ROAR. Das ist aber noch nicht alles. In so gut wie jeder Disziplin gibt es spezifische Identifier, die zentral verwaltet werden. So, und da Sie jetzt vollkommen überzeugt sind, dass Ihre Daten unbedingt veröffentlicht werden müssen und Sie auch umfassend darüber Bescheid wissen, worauf Sie dabei achten müssen, werden Sie sicher gleich losstürmen, um Ihre Daten aufzubereiten. Warten Sie noch kurz, sonst kommen Sie eh gleich wieder zurück und fragen, wo kann ich meine Daten denn eigentlich veröffentlichen? Diese Frage ist zum Glück ganz einfach zu beantworten: in einem Repositorium. Es gibt verschiedenste Anbieter von Forschungsdatenrepositorien. Da werden die fachspezifischen, die fachübergreifenden, die institutionellen hier an der Leibniz-Uni zu finden unter data.uni-hannover.de. Und es gibt Data Journals, in denen Daten sogar einen Peer-Review-Prozess durchlaufen. Und auch manche Verlage bieten die Möglichkeit, die zugrunde liegenden Daten zusammen mit dem Artikel zu veröffentlichen. Achten Sie hier aber darauf, dass Ihre Daten nicht hinter einer Paywall verschwinden. Sehen Sie einfach auf re3data.org nach, ob es für Ihr Fachgebiet ein öffentliches Repositorium gibt. Diese Coffee Lecture basiert auf der kürzlich erschienenen Blogreihe 2 Minuten FDM im TIB-Blog. Schauen Sie dort doch auch einmal rein. Dies war der dritte Teil unserer Miniserie zum Forschungsdatenmanagement. In der ersten FDM Coffee Lecture ging es darum, was Forschungsdatenmanagement überhaupt ist und wie Datenmanagementpläne zu einem nützlichen Werkzeug werden können. Im zweiten Teil ging es darum, mit guter Dokumentation Ordnung im Datenchaos zu wahren. Schauen Sie hier auf unserem YouTube-Kanal dort doch auch einmal rein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.